Kamera läuft. Wir haben natürlich auch einen Gast, und zwar die Valeska Spickenbohm ist bei mir. Hallöchen. Schönen guten Abend. Oder guten Morgen. Guten Morgen, ja, guten Morgen, wie man es genau. Das sieht auch schick aus, in Blau. Ja. Perfekt. Wir haben angefangen hat alles im Oktober 2003. Da habe ich als Produktexpertin für Kashmasoft unsere hauseigene Kollektion präsentieren dürfen. Und das hat so unendlich viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch, da würde ich gerne mehr draus machen. Und dann habe ich mich beworben. Durfte zum Casting kommen und seit Februar 2006 gehöre ich zum festen Team der Moderatoren bei QVC. Und ich würde sagen, es macht sogar noch mehr Spaß. Ja, in meiner Freizeit bin ich unheimlich gerne viel unterwegs und ich liebe so die Reisen, zum Beispiel mit dem Auto in die Toskana zu fahren. Einer der schönsten Urlaube dort war einfach der, wo wir von Weingut zu Weingut gefahren sind, ein bisschen was gucken, aber vor allem auch probieren durften. Ja, und unvergesslich natürlich der Urlaub in Thailand, wo ich auch unter anderem einen Kochkurs vor Ort besucht habe. Das war eine ganz spannende Angelegenheit, denn so die thailändische Küche mal wirklich von innen kennenzulernen unter völlig anderen Bedingungen, das war wirklich ganz aufregend. Ja, und das finde ich einfach schön, solche Erfahrungen wieder mit nach Hause zu nehmen, die dann in den Alltag zu integrieren. Denn im Grunde genommen, ich bin ja wirklich gerne auch in meiner Küche, ich stehe gerne am Herd, ich koche gerne, aber vor allem finde ich es toll, mit frischen Lebensmitteln umzugehen. Dieses Handwerk Kochen auch so zu schätzen und diese Lebensmittel wirklich mit allen Sinnen auch wahrzunehmen, zu fühlen, zu tasten, zu riechen, hinterher eben auch zu schmecken. Ja, und meine Kochkünste, glaube ich, sind so ganz annehmbar, aber einmal im Jahr gönne ich mir das, dass ich wirklich auch die Sterne-Gastronomie entdecke und mich da bekochen lasse. Und ganz toll, ich durfte da auch schon mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und das war natürlich auch richtig spannend. Über unser Callcenter in Bochum und die Kollegen dort vor Ort bin ich an das Kinderheim St. Vinzenz in Bochum gekommen. Habe das kennengelernt und habe halt gehört, dass die ein bisschen Unterstützung benötigen. Und da war ich irgendwie so in meinem Element und da war mir sofort klar, ich will helfen. Und ich möchte denen was Gutes tun, weil mir dieses Konzept, was die haben, unheimlich zugesagt hat. Und habe mir dann überlegt, ja, wie kann ich denn helfen? Was kann ich denn persönlich tun, um dort auch unterstützen zu können? Ja, und dann ist mir die Idee gekommen, was machst du eigentlich am liebsten? Was machst du gerne? Was kannst du recht gut? Kochen. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein Kochbuch geschrieben und ganz bewusst geguckt, was sind das für Rezepte, dass ich nicht ganz so einen großen Aufwand habe, dass es auch für unsere QVC-Zuschauer einen Mehrwert hat, dieses Kochbuch zu bestellen. Ja, und habe damit mit Unterstützung von QVC richtig viel Gutes getan. QVC hat eben mich und diese Aktion unterstützt, hat selber nochmal an Spende was draufgelegt. Ja, und so konnte dann das Kinderheim in Bochum tatsächlich das Geld nehmen als Anstoßfinanzierung für ein Haus, was sie jetzt damit finanziert haben. Und damit haben wir dann doch den Kindern wirklich eine große Freude bereiten können. Was moderiere ich gern bei QVC? Ist eigentlich gar nicht so einfach zu sagen, weil im Grunde genommen alles unheimlich viel Spaß macht, bedingt durch die Vielfalt und die Abwechslung der Sendung. Aber wenn ich mir so ein paar Sachen raussuchen sollte, dann sind es definitiv unsere Küchensendungen. Also wenn ich daran denke, dass ich zum Beispiel auch auf einer Außenübertragung bei der Räucherei in Kleinmickelsen mit dabei sein durfte, das sind natürlich absolute Highlights und das macht unendlich viel Spaß. Herzlich willkommen. Ich kriege schon jetzt eine richtige Gänsehaut, weil ich weiß, welch Luxus Sie und Michi erwarten wird in dieser Sendung. Ich freue mich so sehr. Steffen Weller ist an meiner Seite. Herzlich Hallo. Willkommen. Wir gucken mal so ein bisschen, wie das mit dem Thunfisch ist. Denn der Thunfisch, der muss ja auch irgendwie in seinen Sesammantel kommen. Und man hat mir das eben so gezeigt, wie das gemacht wird. Einmal so rum. Wichtig ist, nochmal abklopfen. Unheimlich witzig ist es immer mit den Putzkugeln von AquaClean. Das sind so die Sendungen, wo man sich eigentlich auf die Produkte vorbereiten kann, aber man weiß nie genau, was passiert eigentlich in der Sendung. Und das ist so viel Entertainment dabei mit den beiden Jungs. Das kann also auch schon mal sein, dass wir plötzlich einen totalen Lachanfall bekommen und erst mal zwei Minuten nicht in dem Sinne weitersenden können. Und das sind einfach so Shows, die sind einfach nur total klasse. Da kann ich mich hinter verstecken. Ich nehme das im Sommer als Strandlaken. Niemals! So groß ist das. Dann sagen Sie mir unbedingt Bescheid, wo Sie an welchen Strand gehen, damit ich einen anderen auswähle. Danke. Das habe ich verstanden.